Suzuki hat etwas ganz Neues. Auf der IAA zeigte man den Nachfolger des erfolgreichen SX4. Allerdings wird der alte SX4 damit nicht abgelöst, denn der nun mit dem Zusatz S-Cross versehene Nachfolger, SX4 S-Cross, den wir nun erstmals fahren konnten, wird neben dem bisherigen Modell angeboten. Die Zielgruppen sind anders, denn der 2006 vorgestellte SX4, der nun den Zusatz Classic erhält, ist etwas kleiner und günstiger. Somit hat man gleich zwei Eisen im Feuer. Der Suzuki SX4 S-Cross stellt eine echte Alternative im Crossover-Segment der kompakteren Modelle dar. Der Raumzuwachs hilft besonders bei Familien, aber auch das Höhersitzen und die Offroad-Eigenschaften des Allradlers sind ein klares Argument für viele Verbraucher. Der Preis tut sein Übriges. Ab 19.490 Euro ist er in der Basisversion zu haben und die Ausstattung kann sich dann schon sehen lassen. Auf 4,60 Meter streckt sich der neue S-Cross, ist gute 15 cm länger und hat 10 cm mehr Radstand als der Vorgänger und ist nun eindeutig als SUV zu erkennen. Vorzüge, die auch der Suzuki-Pressesprecher zu unterstreichen weiß. Der SX4 S-Cross ist unser neuestes Familienmitglied. Ein richtiger Familien-Crossover ist im Vergleich zu dem SX4 Classic deutlich gewachsen. Um 15 cm bietet jetzt 430 Liter Kofferraum. Also durch und durch alltags- und urlaubstauglich. Das Fahrzeug beginnt bei 19.490 Euro. Dafür bekommen Sie beispielsweise schon ein Start-Stopp-System, Sie bekommen eine Klimaautomatik, Sie bekommen Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer und viel mehr, also rundum ausgestattet und sehr, sehr alltagstauglich. Wir sehen als Zielgruppe eindeutig junge Familien, die das Fahrzeug nutzen, um beispielsweise einkaufen zu fahren oder aber auch mal auf eine Wiese und da einen Drachen steigen lassen, also Bodenfreiheit brauchen und vielleicht auch den Allradantrieb gerne nutzen möchten. Im nächsten Jahr planen wir mit 10.000 Einheiten und auch ebenso wichtig, der SX4 Classic läuft weiter, auch der wird weiterhin eine wichtige Rolle bei uns spielen. Mit der üblichen Outdoor-Optik wie modellierter Motorhaube mit großen Scheinwerfern, schwarz umrandeten Radhäusern und angedeutetem Unterfahrschutz an Front-, Heck- und Seitenschwellern setzt der Fünftürer sich unaufdringlich, aber sehr markant in Szene. Die neue Serienfarbe namens Crystal Lime Metallic unterstreicht die gestreckte und nach hinten ansteigende Karosserie. Das Fahrzeug steht hoch, aber satt und kraftvoll auf der Straße. Zur Auswahl stehen je ein Benziner und ein Diesel, beide mit 1,6 Liter Hubraum und 120 PS. Der kernige Selbstzünder aus der Fiat-Kooperation liefert mit 320 Newtonmetern Durchzug und 4,2 Liter Normverbrauch eine überzeugende Vorstellung. Allerdings reicht der 2.200 Euro günstigere Vierzylinder-Benziner ebenfalls. Schließlich ist diese Klasse auch etwas preissensibel. Von Suzuki gibt es was Neues. Suzuki stellt den neuen SX4 vor. Der alte, sogenannte schon 2006 vorgestellte SX4, ist immer noch im Programm, weil er eine andere Zielgruppe bedient, etwas kleiner ist und auch etwas günstiger ist. Der SX4 S-Cross ist leichter geworden als der Vorgänger. Man hat sich da ein bisschen ins Zeug gelegt, obwohl er größer geworden ist. Den neuen Suzuki gibt es derzeit mit zwei verschiedenen Motoren. Einem 120 PS starken Benziner, der wurde leicht überarbeitet vom Vorgänger, und einem von Fiat übernommenen 120 PS starken Dieselmotor. Der SX4 S-Cross ist perfekt ausgestattet und er hat schon in dem Basispreis, der gerade mal bei 19.490 Euro liegt, schon eine sehr, sehr umfangreiche Grundausstattung. Das können die Konkurrenten derzeit nicht bieten. Na also, Suzuki ist ein guter Nachfolger des SX4 gelungen und weitere Neuheiten sind bereits angekündigt.